So, dann schauen wir mal, ob das was wird. Und wir filmen jetzt mal ganz zwanglos mit, denn hier hat sich ein kleiner Gast bei uns eingeschlichen. Und bei uns ist das anders wie bei anderen Menschen, die, wenn sie eine Spinne sehen, sofort erschlagen. Das würden wir niemals tun. Und deswegen habe ich sie in dieses Fanggerät vorsichtig rein. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll, weil wenn ich sie jetzt raus tue, wir haben Minusgrade. Ich weiß nicht, ob sie dann gleich eingehen würde. Dementsprechend habe ich mir überlegt, ich lasse sie eine Zeit lang hier in unserem Bonsai-Baum wohnen. Und der blüht dann wieder im, also blüht, wie sagt man, der hat Blätter im Sommer dann, ne? Oder im Frühjahr kriegt er wieder Blätter. Der ist also nicht vertrocknet, keine Angst. Der wirft die Blätter immer ab im Winter. Und da setze ich jetzt diese Spinne mal drauf, denn es ist eine Springspinne. Und das ist der Schlüssel dazu, dass wir später ein Bild mit ganz großen Augen bekommen, ja? Weil die Springspinnen können extrem gut schauen und leider ist sie sehr lebhaft oder zum Glück. Aber das bedeutet halt auch, dass wenn ich sie jetzt auf den Baum setze, dass das gar nichts heißt. Es kann sein, dass sie irgendwo hinrennt und ich sie dann nicht mehr fotografiere. Aber das sehen wir ja gleich. Also ich öffne mal das Gerät und schauen wir mal, ob sie hier raus will. Sie hat natürlich jetzt Angst, vor allem, weil jetzt ist natürlich dieses Gerät erstmal der Schutzraum. Und da stellt sich jetzt erstmal die Frage, ob sie überhaupt raus will. Ah, da seilt sie sich schon ab. Und dann, zack, jetzt habe ich sie mal auf den Baum gesetzt. So, jetzt schauen wir mal, ob sie sich beruhigt. Und ob ich sie vor allem danach finde, weil braun auf braun ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt lasse ich sie erstmal sich beruhigen. Sie fühlt sich schon, glaube ich, ganz wohl da. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da heute überhaupt ein Bild schaffen. Also sie ist sehr behende, sie springt von Ast zu Ast. Aber sie ist noch ein bisschen nervös. Und da muss man jetzt mal sehen, bleibt sie auf dem Baum oder springt sie runter? Weil Springspinnen haben auch die Eigenart, sie wollen immer zum Licht. Und da muss ich mal sehen, ob ich den hinteren Blitz hier einfach mal ausschalte, dass sie da nicht hin will. Und dass ich eher versuche, dass sie sich auf die Seite positioniert. Ja, und das sieht auch so aus, ne? Also sie guckt mich jetzt an hier. Es wäre ein prächtiges Tier. Sie hat schöne Fangbeißerchen, so behaarte vorne. Sieht gut aus. Jetzt schauen wir mal. Entweder bleibt sie drauf oder sie seilt sich ab. Wenn sie nicht will, dann lassen wir sie auch. Zur Ausrüstung kann ich ja mal kurz hier mitnehmen. Hier habe ich die beiden Godox Makroblitze positioniert. Die haben auch ein eingebautes LED-Licht. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Dann habe ich hier das Laowa 25 Ultra Makro, was jenseits von 1 zu 1 uns den Maßstab vergrößert. Also wir machen hier eine 5 zu 1. Ich habe es jetzt mal auf 4 zu 1 eingestellt, weil 5 zu 1 ist jetzt auch nicht unbedingt das Schärfste. Und ja, hier unten drunter haben wir das Olanzi Endcommand. So, jetzt hat sie sich abgeseilt vom Baum. Jetzt müssen wir mal gucken, wohin will sie. Also sie will nicht auf dem Baum bleiben. Das ist natürlich für uns jetzt nicht so schön. Weiß nicht, sie ist jetzt natürlich auf der Suche, dass sie irgendwo Unterschlupf bekommt. Deswegen ist es natürlich hochgradig fraglich, ob ich jetzt noch ein Foto von ihr machen kann. So, also jetzt sind uns doch noch ein paar Bilder geglückt. Jetzt ist sie hier draufgesprungen. Sie hat sich nämlich nicht lange auf dem Bonsai aufhalten wollen. Das heißt, Stacking war heute unmöglich. Sie ist so agil und beweglich, alle Sekunde bewegt sie ihre Position. Dementsprechend habe ich jetzt meine Strategie umgeändert, habe sie einfach auf dem Tisch laufen lassen und habe einfach so mit der Kamera auf sie gezielt. Das heißt, wir haben jetzt ein Bild. Ich habe versucht, auf Blende 8 abzublenden. Wir haben ein Bild mit wenig Schärfentiefe jetzt, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass wir ganz, ganz coole Bilder dabei haben und die zeige ich euch jetzt. Jetzt die schöne Spinne hier dort entlassen, wo sie sich am meisten wohlfühlt. Also auf dem Bonsai fühlt sie sich ja nicht wohl. Das heißt, hier in dem Raum fühlt sie sich dann anscheinend sowieso nicht wohl. Und dementsprechend würde ich sagen, wir lassen sie jetzt einfach im Treppenhaus raus. Weil wenn ich sie jetzt hier zum Fenster raus lasse, dann erfriert sie hinterher noch. Und das wäre jetzt gemein, weil sie hat sich ja nun mal hier den warmen Fleck im Büro gesucht. Und ja, Marion gruselt sich so ein bisschen, wenn hier eine Springspinne rumläuft. Ja, sie schüttelt den Kopf. Ich schieb's jetzt mal auf sie. Und
Deswegen würde ich sie jetzt einfach ins Treppenhaus setzen und da soll sie dann ein paar Insekten fangen. Ihr habt gesehen, was wir ganz cool und einfach machen können. Und ich würde sagen, ich entlasse jetzt mal zuerst, dass wir sie nicht länger hier aufregen. Und dann rede ich noch kurz über die Einstellungen. Okay, große Aufregung, Spinne ist gesaved. Also, wie gesagt, hier auf dem Bonsai hat sie nicht sitzen bleiben wollen. Das heißt, es stellt mich vor unlösbare Probleme. Ich kann kein Fokus-Stacking von einem Insekt machen, das nicht still sitzt. Hin und wieder ist mir das ja schon bei Springspinnen sehr gut gelungen, aber wenn es dann wirklich ans Decken geht, sind die meistens zu agil. Hier kann ich euch ja mal einblenden, diese habe ich ja in Mexiko gefilmt. Wer den ganzen Tierfilm Yucatan mal sehen will, den habe ich am Ende nochmal verlinkt. Okay, wie habe ich jetzt trotzdem hier auf der Tischplatte wenigstens ein Foto geschafft? Nun ja, ich dachte mir, sei nicht dumm. Du hast hier Blitze stehen und die lösen aus, egal wo du bist. Ja? Das heißt, ob die Spinne jetzt hier oben sitzt oder ob sie auf den Tisch runterspringt, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Denn wenn ich hier auslöse, dann blitzt es hier. Ja? Das heißt, ich habe hier schnell einen Blitz einfach auf den Tisch seitlich gelegt, dass wir immer so ein Licht am Tisch haben. Den anderen habe ich einfach stehen lassen und dachte mir, komm, egal, Hauptsache es blitzt. Und das ist nämlich schon der Trick und der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe hier nämlich eine Sechstel eingestellt. Und eine Sechstel würde immer verwackeln. Ne, könnt ihr mal gerne aus der Hand ausprobieren, ob ihr dann eine Sechstel halten könnt, unmöglich. Ja? Und ich musste hier aber eine Sechstel einstellen, weil ich wollte die ISO nicht zu stark anheben, denn das hätte dazu geführt, dass der Blitz viel, viel stärker geworden wäre. Er hat mir aber von der Helligkeit so ganz gut gefallen. Und was wir mit der Zeit machen ist, wir geben nur Umgebungslicht noch dazu. Jetzt fragt ihr aber vielleicht, ja, warum ist denn dann die Spinne nicht verwackelt? In manchen Situationen ist sie schon ein bisschen verwackelt, weil sie sich genau in dem Moment gedreht hat. Aber sie verwackelt nicht, weil die Blitze das Insekt so kurz anleuchten, dass es einfriert im Grunde. Die Belichtung macht auf, der Blitz feuert ganz kurz drauf und dann wird das Insekt oder was man hier halt fotografiert, eingefroren. Blende habe ich auf eine F8. Also hier hätte ich auch für mehr Licht sorgen können, dass wir die Spinne besser sehen. Aber ich wollte halt, weil ich jetzt kein Stacking machen kann, Schärfentiefe. Und bei einer 4:1 Makro, ja, also das Vierfache von einem normalen Makro, haben wir halt so gut wie gar keine Schärfentiefe. Auch mit einer F8 nicht. Aber ich wollte jetzt auf keinen Fall auf eine F2.8 oder auf eine F4 gehen. Dementsprechend hier F8, dass ich überhaupt noch irgendwas sehe. Dass ich überhaupt was sehe, auch die Zeit lang gestellt. Ja, weil die ist nicht das Problem mit der Verwacklung, denn die Verwacklung wird durch den Blitz eingefriert. Eingefroren. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ISO 1000 habe ich dann eingestellt, damit ich hier nicht so viel Blitzleistung brauche. Denn die ISO, wenn ihr anhebt, das verdoppelt euch die Blitzleistung oder vervierfacht oder verachtfacht euch die Leistung. Ja, weiß auch gleich, weil es auf Auto gestanden war, mir jetzt alles egal, denn in solchen Situationen müssen wir einfach schnell handeln. Okay, und weil Marion jetzt natürlich nicht gleichzeitig hier diese Barriere für die Spinne halten konnte und filmen konnte, haben wir das Ganze ohne Filmen gemacht. Und ich sage euch jetzt mal, wie das abgelaufen ist. Also die Spinne war hier gesessen und ist alle Sekunde oder alle 2 Sekunden 4 cm weiter gelaufen. Ja. Und das Problem ist halt dann, was wir haben, wir können sie nicht fokussieren. Dieses Objektiv kann ja sowieso nicht fokussieren, das kann nur die Vergrößerung verstellen und die Blende. Fokus machen wir mit dem Objektiv ausschließlich nur durch Entfernen oder näher rangehen. Ja. Das heißt, ich habe keine Chance, ich habe auch keine Zeit gehabt, jetzt hier in die Fokuslupe reinzugehen, sondern ich bin halt hingegangen, man kann Peaking vielleicht noch dazu nehmen, dass man sieht, an dem Auge flimmert es, weil wir wollen ja das Auge scharf haben. Ja. Also bin ich einfach hier auf diesem Gummi sag ich schon, auf den Edelsteinlöppel hier von dem Spider-Gurt, von der Halterung, bin ich einfach hier auf dem Tisch so entlang gefahren und habe dann mich der angenähert, ja, und fast, ja, ich sag mal 90% der Versuche sind misslungen, weil in dem Moment, wo ich mich angenähert habe und der Fokus gesessen ist, wollte ich durchdrücken, aber die Spinne schon wieder weg. Also die war immer agil. Ne? Und dementsprechend habe ich jetzt hier einige Versuche gebraucht und habe halt ganz, ganz viel unscharfe Fotos dabei produziert. Und ein paar haben halt einfach gepasst. Ja? Also einfach durch schnelles Annähern sind es ungefähr so 5 cm gewesen, wo wir von der Spinne weggeblieben sind. Und dann habe ich halt auf gut Glück abgedrückt und habe immer geguckt, hoffentlich ist es scharf. Ne? Und wenn ich gemeint habe, ist es scharf, habe ich durchgedrückt. Ja? Also so ist das hier abgelaufen. Ihr habt die Bilder gesehen. Mir hat es gefallen, dass ihr zu diesem spontanen, schnellen Video mal reingeschaut habt. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das anstellen würdet und wie ihr gerne fotografiert. Makro, habt ihr Dauerleuchte oder habt ihr einen Blitz? Wie gesagt, ich verlinke euch diese Godox mal unten rein. Habe ich ja auch schon länger, habe ich euch ja schon vor einem halben Jahr mal vorgestellt, im Sommer irgendwann oder letztes Jahr schon. Egal, ihr habt es gesehen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Danke auch an Marion, dass du es gefilmt hast. Und ja, bis demnächst mal wieder. Tschüss.